Hallo zusammen. Ich war mit meinem Vater und meiner Tochter für 3 Nächte im Strandhotel Zingst in der Suite Meerseite. Und da ich im Internet nicht die Informationen gefunden habe, genau wie die Suite aufgebaut ist und das vermisst habe, habe ich mir gedacht, vielleicht ist es interessant für euch. Das ganze Video ist mit etwas Vorsicht zu genießen, da das Strandhotel Zingst sich jetzt im Januar 2024 Renovierungsarbeiten unterzieht. Also hoffen wir, dass es trotzdem einigermaßen informativ ist. Das Strandhotel Zingst liegt auf dem Darß ganz im Norden Deutschlands an der Ostsee. Die Suite selbst liegt ganz am Ende des Ganges. Wir waren in der zweiten Etage untergebracht, im westlichsten Teil des Hotels. Es ist ein sehr langgezogenes Hotel. Der Wellnessbereich ist übrigens ganz am anderen Ende von dem Hotel und hier betrete ich also die Suite. Hinter der Eingangstür befinden sich 2 Körbe mit Handtüchern, die benutzt werden können im Wellnessbereich. Es gibt einen Spiegel und auch 3 Garderobenhaken zu nutzen. Dann betrate ich das erste Zimmer, ein abgeschlossener Raum, abschließbarer Raum im Sinne von man kann eine Tür schließen, mit einem Bett ausgestattet, ein Doppelbett, ein stummer Diener. Und hier schaue ich aus dem Fenster und bin erst einmal etwas enttäuscht, weil ich dachte, wo ist der Meerblick? Und dachte erst, okay, ja, da hinten kann man irgendwie das Meer sehen. Leider bei einem verregneten Nachmittag nicht ganz so gut erkennbar durch das Fliegengitter. Dann bewege ich mich durch den Flur der Suite zur nächsten Tür. Nachdem ich die Schalter ausprobiert habe, stelle ich fest, hier ist das Badezimmer. Die Toilette befindet sich, wie auch bei den anderen Zimmern, wie ich es kenne, hinter einer Milchglastür, die nicht abschließbar ist. Die Badezimmertür selbst an sich ist abschließbar. Und gegenüber von der Toilette ist die Duschkabine. Nebst 2 Seifenspendern, einmal für Körper- und Haarshampoo und dann einmal Shampoo mit Conditioner. Hinter der Toilette schließt sich das Waschbecken an mit Bodylotion und Zahnputzgläsern für 4 Personen. Es sind Händehandtücher aufgereiht. Was ich nicht aufgenommen habe hier, sind die Bademäntel, die sich unter dem Waschbecken befinden, samt Hotelschlappen, die wir genutzt haben, um zum Spa-Bereich zu laufen. Hallo! Gegenüber auf der anderen Seite vom Waschbecken befindet sich die Badewanne. Die haben wir während unseres Aufenthaltes hier nicht genutzt. Und bei der Badewanne sind auch nochmal große Handtücher aufgehängt und 2 Seifenspender zu finden. Hier auch wieder Körper- und Haarshampoo und Shampoo und Conditioner. Und auch hier war ich wieder so semi-happy mit dem Meerblick, der sich hier bot. Und war dann doch erleichtert, als ich den Hauptraum betrat. Wie auch vermutet, eine Kombination von Schlafbereich und Wohnbereich. Und überraschenderweise das Kinderbett nebst Kinderbademantel. Wir hatten später übrigens noch Kinderschlappen bekommen, Hotelschlappen. Und mein Vater ist eine Art Mitglied bei dem Hotel und dadurch haben wir hier so ein nettes Willkommensgeschenkchen bekommen mit Obst, Stück Kuchen und noch so kleinen anderen Geschenken, Weincocktails und hier hatten wir Sanddorn-Gummibärchen und eine Salzmischung. Und hier habe ich dann später festgestellt, dass es auch ein Fenster ohne Fliegengitter gibt und konnte auch noch bei netterem Wetter einmal die Aussicht hier für euch filmen. Gegenüber hier ein Kinderspielplatz mit Spielgeräten für verschiedene Altersgruppen, was ich ganz praktisch fand. Den haben wir übrigens auch aufgesucht. Und im Hintergrund ein Riesenrad, das auch gleich noch eine Rolle spielen wird, neben dem Kurhaus. Hier noch einmal den Blick auf den
Hauptraum und im Hintergrund die Kaffeemaschine mit zwei Kaffeetassen, Kaffeekapseln, Kaffeesahne und Zucker. Haben wir auch mehrmals genutzt. Noch einmal der Blick zurück in den Hauptraum. Der wirklich schöne Ausblick nach draußen, der wirklich frei war durch die Bäume, die kein Laub hatten. Dann zum Abschluss habe ich mir nochmal die Schränke angeschaut. Interessanterweise gab es keine Nähkits. Ich habe einmal alles durchforstet, hier einmal mit Garderobenstange. Im zweiten Schrank gibt es den Hotel Safe und im unteren Bereich die Minibar, die hier bei den Zimmern übrigens inklusive ist, was auch das kleine Schildchen ausweist. Es gab ein stilles und ein Sprudelwasser. Ein Bier mit und eins ohne Alkohol und ein Cider, Gläser und Flaschenöffner. Der nächste Schrank bestand aus Fächern und Schubladen. Dort auch zu finden war ein Schuhlöffel, erfreulicherweise aus Holz, früher waren die aus Plastik. Und hier nochmal einen Schrank mit Garderobenstange und Fächern. Und zum Schluss nochmal der Blick den Korridor entlang. Ich habe nochmal genossen, dass man hier wirklich das Meer sehen kann. Auf dem Riesenrad, einen Abend später oder zwei Abende später, ich weiß nicht mehr so genau, waren wir und konnte ich einmal das Hotel von außen ablichten. Ich hoffe, ihr fandet das Video informativ und lasst gerne ein Abo und ein Like da. Vielen herzlichen Dank.